Ja, hallo und einen wunderschönen Samstagmorgen hier mit unserer neuen Sendung rund um Elektroautos Statistics. Hier gibt es laufend aktuelle Zahlen, Daten und spannende Informationen zu Elektroautos schön und übersichtlich aufbereitet. Heute möchte ich euch über die weltweiten Entwicklungen von Elektroautos informieren und euch insbesondere die Zulassungszahlen in den USA, China und Europa zeigen. Außerdem schauen wir uns an, wie viele reine Elektroautos weltweit bereits unterwegs sind und wie viel Prozent aller Autos nun batteriebetriebene Elektroautos sind. Around the Globe möchte ich dieses Thema von Statistics nennen und euch in dieser Sendung immer einen weltweiten Überblick von Elektroautos und der E-Mobilität geben. Herzlich willkommen beim InstaDriver. Ja, mein Name ist Matthias und ich bin als Insta-Driver für euch voll elektrisch unterwegs. Jeden Samstag gibt es unsere neue Sendung Statistics. Abonniert also jetzt den Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann können wir noch bessere Videos rund um Elektroautos für euch machen. Around the Globe zeigt euch Zulassungszahlen aus der ganzen Welt und hält euch am Laufenden, wie viele Elektroautos auf unserem Planeten den Verbrennungsmotor bereits ersetzt haben. Zunächst machen wir mal einen nationalen Blick auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. An dieser Grafik seht ihr die Anzahl der Elektroautos in Deutschland von 2012 bis Anfang Januar 2020. 2012 waren in Deutschland 4.541 Elektroautos zu finden, im Jahr 2019 waren es bereits 83.175 und damit um 54,43% mehr als im Vorjahr 2018. Am 1. Januar 2020 stiegen die Elektroautos dann um weitere 64,25% auf 136.617 Fahrzeuge. Im Januar 2021 sind bereits 329.671 Elektroautos in Deutschland unterwegs und damit um 141,3% mehr als noch ein Jahr zuvor. Der Anteil der Elektroautos in Deutschland beträgt nun 0,654%. 50,6 Millionen Autos sind in Deutschland circa zugelassen und davon sind jetzt nun 330.000 Elektroautos. Experten gehen jetzt davon aus, dass im Jahre 2020 ein Anteil an Elektroautos von 30% in Deutschland vorhanden sein wird. Das wären dann ja um die 15 Millionen Elektroautos. Bin gespannt, wie das zutreffen wird oder ob wir das noch überschießen können. Schreibt in die Kommentare unten, was ihr glaubt, wie viele Elektroautos sind in Deutschland 2030 unterwegs. Hier jetzt noch ein paar coole Details zu den Zulassungen in Deutschland und in Österreich im Jahr 2020. In Österreich war das beliebteste Elektroauto 2020 mit 18% Neuzulassungen das Tesla Model 3, gefolgt vom Renault Zoe mit 13% und dem VW ID.3 mit 11%. Die Neuzulassungen von Elektroautos sind um 73% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In Deutschland war 2020 das beliebteste Elektroauto der Renault Zoe mit 16% Anteil an Neuzulassungen. Überraschend gefolgt vom VW e-Golf mit 9% und am dritten Platz das Tesla Model 3, ganz knapp vor dem ID.3. Ja, wäre der VW ID.3 bereits früher verfügbar gewesen, hätte er die Gesamtstatistik womöglich angeführt. Alright. Der Anteil an Elektroautos in Deutschland beträgt jetzt also 0,65%. Machen wir mal einen Blick nach Österreich. Im Jahr 2012 waren nur 1.389 Elektroautos zu finden. Im Jahre 2019 waren es bereits 29.523 und damit um 42% mehr als im Vorjahr. Im Januar 2021 sind bereits 45.495 Elektroautos in Österreich unterwegs und damit um 54,1% mehr als noch ein Jahr davor. Der Anteil der Elektroautos beträgt nun in Österreich 0,86%. 5,29 Millionen Autos sind in Österreich ja gesamt zugelassen und davon sind 45.500 Elektroautos. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, sehen wir 2030 einen Elektroautoanteil von 44,5% in Österreich.
In der Schweiz waren im Januar 2021 48.200 Elektroautos zugelassen und somit um 67,9% mehr als noch ein Jahr davor. 2019 waren es nämlich erst 28.700 Elektroautos. Der Anteil der Elektroautos beträgt in der Schweiz nun 0,9%, also in etwa 48.200 reine Elektroautos, also reine batteriebetriebene Elektroautos. Ja, so sieht es derzeit in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland aus. Machen wir aber nun den spannenden globalen Vergleich. In China fahren im Jahre 2019 bereits 2,58 Millionen reine Elektroautos herum. In den USA waren es zu diesem Zeitpunkt 880.000 und in Europa waren es 2019 ein wenig mehr als in den USA, nämlich 970.000. Im Rest der Welt ist es oft schwierig, zuverlässige Daten zu finden. Da geht man aber im Jahre 2019 von ungefähr 360.000 zugelassenen Elektroautos aus. Reine batteriebetriebene Elektroautos gibt es 2019 also 4,79 Millionen. Und das vor mehr als einem Jahr. Und letztes Jahr sind ja zumindest in Europa jede Menge Elektroautos dazugekommen. Achtung, wenn ihr selbst nach Daten sucht, viele Statistiken zeigen bei den weltweiten Elektroautozahlen auch die Plug-in-Hybride an. Und so findet man sehr schnell insgesamt ca. 7,2 Millionen Elektroautos weltweit. Davon sind aber, wie gesagt, 4,79 Millionen reine batteriebetriebene Elektroautos. Ja, wie viele Elektroautos sind aber zum jetzigen Zeitpunkt weltweit auf den Straßen zu finden? Dazu gibt es ja noch keine aktuellen Zahlen. Wir haben uns aber die Mühe gemacht und mit den einzelnen Zulassungen von 2020 die Anzahl der Elektroautos auf den weltweiten Straßen zum aktuellen Zeitpunkt zu errechnen. Die Basis hierfür sind die vorhin genannten Zahlen von 2019 plus die weltweiten Elektroauto-Neuzulassungen, vor allem in Europa, China und den USA. In Europa, wozu die 27 EU-Mitgliedstaaten plus UK, Norwegen und die Schweiz zählen, wurden in den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 418.140 batteriebetriebene Elektroautos verkauft. Die finalen Zahlen der Quartale 1 bis 3 haben wir weltweit ausfindig machen können und ziehen aus Vergleichszwecken die ersten 9 Monate heran und schließen daraus auf die weiteren oder auf alle 12 Monate des Jahres 2020. In Europa wären dann in den letzten 12 Monaten 557.520 Elektroautos dazugekommen. Da aber in den letzten 3 Monaten eindeutig mehr Elektroautos verkauft wurden, runden wir auf 600.000 Fahrzeuge auf. In China wurden in den ersten 9 Monaten 511.000 reine Elektroautos zugelassen und obwohl der Elektroautomarkt inklusive Plug-in-Hybride in China rückläufig ist und diesbezüglich nun Europa der absatzstärkste Markt war, sind in China immer noch mehr reine Elektroautos zugelassen worden, nämlich gesamt 2020 680.000 Stück. In den USA wurden bis zum dritten Quartal 182.176 reine Elektroautos zugelassen. Am Ende des Jahres kamen aber noch deutlich mehr hinzu, mit insgesamt 271.864 reinen Elektroautos spielen die USA im Gegensatz zu Europa und China aber immer noch eine untergeordnete Rolle. Interessant ist aber hier die Konzentration auf einen Hersteller, denn nämlich von knapp 272.000 verkauften reinen Elektroautos entfielen 228.000 alleine auf Tesla-Modelle. Ja, mal sehen, was hier Lucid Motors machen kann. Das ist auf jeden Fall eine gewaltige Zahl. Rechnen wir nun die Neuzulassungen vom Jahr 2020 hinzu zu unseren weltweiten Zahlen von 2019. Und das ergibt dann in China, dass gerade 3,26 Millionen reine Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind. In Europa 1,57 Millionen und in den USA 1,15 Millionen. Insgesamt beträgt unsere geschätzte Anzahl an Elektroautos in Europa, USA, China also knapp 6 Millionen. In den restlichen Ländern befinden sich unseren Berechnungen zufolge über 400.000 reine Elektroautos. Somit schätzen wir die weltweite Anzahl an zugelassenen batteriebetriebenen Elektroautos auf 6,4 Millionen. Ja, das ergibt, dass 94% der weltweiten reinen Elektroautos sich in den USA, in China und Europa befinden. Weltweit gibt es ja circa um die 1,3 Milliarden Autos und das bedeutet, der Elektroautoanteil
weltweit liegt bei 0,5%. Ja, von einigen Ländern, wie gesagt, sind die Zahlen natürlich nicht so einfach zu bekommen, aber man sieht schon, dass der Anteil an Elektroautos weltweit noch einiges wachsen kann oder zu wachsen hat. Hier in dieser Sendung möchte ich dich über die aktuellen weltweiten Entwicklungen am Laufenden halten und hoffentlich sehen wir bald schon den globalen Einfluss der sauberen und innovativen Elektroautos. Und ich freue mich, euch hier in dieser Sendung mal sagen zu können, 50% aller Autos weltweit sind nun Elektroautos. Ahoi, kann ich dann da nur sagen. Also auf den Moment freue ich mich, das wird ja spannend werden. Verpasst dem Video ein Like, falls es euch gefallen hat, und lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Ja, wie viel Prozent Elektroautoanteil wird es in Deutschland, Österreich oder der Schweiz im Jahr 2030 geben? Was schätzt du? Schreib es unten in die Kommentare. Oder wie viel Elektroautos fahren 2030 weltweit herum? Also wie viel Prozent können wir weltweit schaffen? Rein damit in die Kommentare. Ja, in der nächsten Sendung oder in den nächsten Sendungen werden wir euch immer Updates zu den globalen Entwicklungen geben und auch näher auf Themen eingehen, wie zum Beispiel Elektroautos in Entwicklungsländern oder wie der elektrische Antrieb auch im Schiffs- und Flugverkehr Einzug finden wird. Schreibt auf jeden Fall drunter in die Kommentare, welches globales Thema euch brennend interessieren würde. Dann können wir mit euch gemeinsam hier diese Sendung zukünftig gestalten und das würde mich auch freuen. Also, ja, ansonsten gibt es nur noch eins zu sagen. Schaltet ein nächsten Samstag und bei unserem nächsten Video. Fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!